Denn ich glaube, die große Angst, die die Menschen abhält, zu uns zu kommen, ist die Angst, weiter beurteilt zu werden. Ja. Man muss sich vorstellen, dass Menschen, die in Trennung leben, und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, ich habe auch eine Scheidung hinter mir, natürlich schon sehr verletzt sind und auch müde sind und erschöpft sind. Und die Hürde, sich dann wieder so einer Situation auszusetzen, wo man nicht weiß, ob das eventuell weitergeht, die ist sehr hoch. Und insofern ist unsere erste Aufgabe, also entweder den zweiten noch zu gewinnen oder wenn sie beide kommen, erstmal ganz viel Wertschätzung zu geben. Ed Watzke, ein berühmter österreichischer Mediator, hat mal gesagt, du bekommst keine zweite Chance, einen ersten Eindruck zu machen. Ja, genau. Ich glaube, dieser erste Eindruck ist wichtig für die Leute, dass sie einfach spüren, es ist okay, dass wir jetzt hier sind. Wir werden hier nicht irgendwie beurteilt. Es wird nicht gefragt, wer hat Schuld, wer hat schlimmere Dinge getan, wer hat den größeren Anteil am Versagen oder am Scheitern. Das sagen wir eben gleich. Wir sagen gleich, wenn Sie das wissen wollen, dann müssen Sie leider wieder gehen, denn das passiert hier wirklich überhaupt nicht. Dass diese Angst eben möglichst relativ schnell weggeht. Denn wir wissen, wenn jemand Angst hat oder unter Druck steht, dann kann man keine guten Lösungen erarbeiten. Wir brauchen die Menschen stark und wir versuchen, ihre Ressourcen wirklich zu stärken. Das, was da ist, wirklich aufzunehmen und sie darin zu unterstützen, was da ist. Und das auch wirklich von Herzen zu schätzen. Und unsere Hauptaufgabe sehen wir ja als Mediatoren auf der Basis der gewaltfreien Kommunikation nicht in der Lösungsfindung, sondern wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, die Menschen in Kontakt zu bringen.